Sehr gut. Das hätten wir dann wohl auch. Ah, das gefällt mir. Oh, eine goldene Truhe. Nein, jetzt bin ich wirklich mal brav. Wollen wir? Oh, empfohlenes Level 5. Und das einfach mal in empfohlenes Level 9 gepackt. Also nach Westminster. Wie blöd. Ab zum Buckingham Palace. Ja. Oh, hier gibt's auch noch einiges. Aber wir sind hier im nicht erlaubten Gebiet. Das heißt, ich springe auch nicht nach vorne weg. Wir gehen zur Seite weg hier. Schön hier, oder? Guck mal, wir gucken mal hinten rein hier. Na, oh, ist das schön. Ja, der Chat ist sehr ruhig. Das stimmt, wenn's. So, aber wir gehen hier zur Seite weg. Dann. Oh, hier könnte aber mal sauber gemacht werden. Ups. So. Bevor wir die töten müssen, gehen wir hier lieber mal so weg. Versuch nicht, dich da drüben zu verstecken. Ich krieg dich. Ich schwitz dich auf. Ja, versuch's doch. Dürfen die das? Oh, Understatement bei der Wahl des Weges. Der fliegt bestimmt die Mütze weg, wenn ich ihn hau. Wissen Sie, wer ich bin? Ja. Weißt du, wer ich bin? Pöbelt hier einfach rum. So, den anderen holen wir uns auch. Ist ja unglaublich. Schubst rum und sagt dann, wissen Sie, wer ich bin. So ein Drecksack. Ich lass mich nicht anpöbeln. Nee. Ganz ehrlich nicht. So. Entschuldigung. Es ist zum Glück nur ein Spiel. So schön. Ja, wir sind ja gleich da. Vögel weg. So. Ihr Vögel auch weg. Na, willst du schwimmen gehen hier? Ein abscheuliches Mysterium? Untersuchen Sie eine seltsame Blume, die in London aufgetaucht ist. Hey, der darf doch gar nicht reden. Wenn er jemanden zurechtweist, darf er, glaube ich, reden, oder? Wie bitte? Wenn du weitermachst, kriegst du meine Faust zu spüren. Oh, Leute. Wer ist durch den gerannt? Ich steck dich in den Kerker. Das wirst du bereuen. Na gut, können wir jetzt in Ruhe hier lesen? Achso, Londoner Blume und ja, machen wir. Freut sich der Benz.
Gleich ist die Butter weich, dann gibt es lecker Brot mit Honig. Aha. Wenn's, dann lass es dir schmecken. Ah, Sie sind es. Ja. Wie schön, Sie wiederzusehen. Ein Glücksfall sozusagen. Anscheinend wurde eine hochgiftige Pflanze mit der außergewöhnlichen Wirkung entdeckt, Menschen ins Delirium zu versetzen, und zwar genau hier in diesem Park. Doch soweit es die moderne Wissenschaft betrifft, gibt es keine solche Pflanze. Ich fürchte, das gute Volk von London könnte in Gefahr sein. Würden Sie der Sache nachgehen? Mhm. Mach ich. Juhu, Blume. Sag ich doch. Moment, so viel Zeit muss sein. Bevor ich das vergesse. Ich sag es nicht nochmal. Du schlägst mir an, piss dich, bevor ich dir die Beine breche. Nö, das ist nicht brutal. Das muss so. Soll ich das untersuchen? Es ist keine gewöhnliche Pflanze. Ah. Ich fühle mich wie in einer Opiumhöhle. Was ist denn los mit mir? Besser, Jacob? Besser? Ja. Gut, sollen wir hier mal einen reinlocken dann? Ach, da sind ja sogar schon welche da. Vielleicht fühlst du dich anders auf, wenn ich dir darüber komme. Elender Himmel, schlecht bis hier mit. Ah, das sind ja gar keine Templer. Das sind nur die Bleiter. Ach. Obwohl die zu den Templern gehören. So dürfen wir dann? Na, wer sagt's denn? Ist ihm schlecht oder so? Scheint so. Oder ist das noch von der Blume? Was ist hier denn los? Ja, ja. Du solltest nicht hier sein. Weitergehen. Erledigt. Ich muss erst anonym werden. Na toll. Denen geht's hier echt gut, den Leuten. Schön. Ich komm dir gleich darüber, du Penner! Ja, ja. So, darf ich dann jetzt endlich? Bäh. Hallo, Fußspuren. Die könnten zum Schuldigen führen. Ach. Wo denn? Ah, da. Ist ja nett. Na gut, es wird ja eh angezeigt. Huch. Aha. Ich hab nichts getan. Ja, natürlich. Mr. Darwin wird wissen, was zu tun ist. Wow. Ja, immer diese schöne Blumenfahne. Pistole ist gut, hast du die schon lange? Ja? Seit dem Season Pass. Dem Bobby, da fällt gar nichts auf, obwohl der ist ja kein Bobby. Hallo? Dürfen wir mal? Glaube ich, war doch einer mit einer Bärenfellmütze, ne? Glaube ich. Habe ich das richtig gesehen? So im Augenwinkel. Ja, langsamer von wegen. Wir sind doch jetzt alle benebelt hinter uns. Ja.
Schön. Ganz hoch. Britische Währung wird vorverdichten. Sehr gut, aber Sie scheinen nicht ganz bei sich selbst zu sein. Ach, wirklich? Es ist, wie ich es vermutet hatte. Diese giftigen Dämpfe stammen nicht von den Blumen an sich, sondern von den Töpfen. Da muss irgendetwas drin sein. Ein halluzinogenes Gebräu oder etwas in der Art. So ähnlich wie dieser Beruhigungssirup, schätze ich. Wir müssen es loswerden. Und zwar schnell. Ich glaube, junger Freund, ich kenne den richtigen Ort dafür. Wer würde die Einwohner von London vergiften wollen? Wer würde solch einen schändlichen Plan aushecken? Offensichtlich ist es nicht Dr. Elliotson. Also, wer könnte es sein? Dieselben Leute, gegen die ich kämpfe, seit ich in London eintrat. Für die auch Elliotson gearbeitet hat. Mehr muss ich gar nicht wissen, wenn sie es nicht erzählen wollen. Aber darf ich... Verfolgerkutsche mit Hilfe der Blume ausschalten. Ich fürchte, mein junger Freund, dass einige ihrer Feinde ihre Droge zurückhaben möchten. Darf ich vorschlagen, dass wir mit unserer Kutsche genau vor die ihre fahren? Ich glaube, die Dämpfe könnten ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen. Machen wir doch gerade. Oh. Das war anders als geplant, aber okay. Der Season Pass, seitdem der auch die Klamotten hat, diese Steampunk-Klamotten. Schnell weg hier. Wir brauchen ja eigentlich nur dem Dampf folgen hier. Sehr gut sogar. Naja. Nun sollten wir schnell unsere Fracht zerstören. Wir sind fast da. Wir waren vielleicht mal fast da. Sachte. Total braves Mädchen. Da denkst du, du hast eine Wissenslücke. Ja, es kommt davon, wenn man nicht aufpasst, Benz. Wirklich. Ich habe keine Ahnung, ob du dann da warst, als ich das erzählt habe, dass ich da dabei war. Der sollte vielleicht weg. Naja, ich stelle das mal dahinter. Nicht, dass wir Darwin jetzt töten damit. Ich gehe mal weg. Natürlich! Ja, schön. Schön. Der stand aber auch wie so ein Ölgötze da. Wie blöd. Kommt mir vor wie die Szene bei dem Film Robin Hood Helden in Strumpfhosen, wo sie mit dem riesen Joint auf der Kutsche alles stoned machen. Stimmt, Floyd, da hast recht. Oh Gott. Ich glaube, das ist ewig her, dass ich den mal gesehen habe. Ach, jetzt ist er hier. Na, nett. Okay, ich hatte falsch geparkt. Ja, meine Schuld. Ich geb's zu. Weg hier. Was für ein Husarenstück. Das hat mich ziemlich aufgewühlt. Die Einwohner Londons haben großes Glück, dass Sie auf ihrer Seite stehen, mein Freund. Mhm. Großes Glück, in der Tat. Ja. Naja, ich muss jetzt gehen. Sie werden doch gut auf sich aufpassen, oder? Ja, ja, Wiedersehen. Schön. Das war echt nett. Ach ja. Oha, sind wir aber echt relativ weit abgehauen. Wirklich? Ist ja nicht schlecht. So. Ach,
Ach. Nein. Nein. Jetzt gibt's mal wieder was Ordentliches. Vertrag ist Vertrag. Genau. Aber ihr kennt's ja vielleicht selbst vom Tee. Ich bin gleich wieder da, ne? So. Mapf, Mapf. Du meinst Mampf, Mampf, Wenz? So, bist du gerade am Essen? Nicht so laut schmatzen, bitte. Oh, ich liebe ja Tee, aber der hat echt blöde Auswirkungen, muss ich sagen. Ist ungünstig, wenn man gerade zu tun hat, sozusagen. So. Ich bin so kurz davor. Ich kann mich da drüben sehen. Oh, schön, die kämpfen gleich mit. Warum haust du nicht zu, Jacob? Steht da blöd da und macht nichts. Oh, hast du gerade einen von meinen Leuten getötet? Dumme Kuh. Mausetot, ja, das kommt vor. Ja, ja, ich glaube das auch nicht. Schön. So. Na gut. Ivy besucht Southwark. Nachdem Jacob Pearl eliminiert und das Omnibus-Unternehmen zerschlagen hat. Na gut. Ich sagte, du sollst nicht schmatzen, mein Lieber. Unerhört, Vince. Unerhört. Ich baue nicht einen einzigen Bus für euch, Kriminelle. Oh, du tust, was wir sagen, Bailey. Oder wir statten dir und deiner Familie einen Besuch ab. Lasst sie in Ruhe. Hey! Hinterher! Och nö, 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 ich ahne, ja. Na los! Klasse. Als ob das mit dieser dicken, fetten Kutsche gehen würde. Ja! Na los! Ja! Schneller! Komm schon! Ja! Bleib hier nicht drin! Klappt wunderbar. Ich hab's so richtig drauf. Ganz genau. Hä? Dazwischen. Das gibt's doch nicht. Oh, ist das doof. Ich kann doch schießen. Das ist ja genial. Irgendwie ging das sonst nicht. So, hinterher. Edwards Kutsche steuern, jo. Schneller! Ja! Toll. Bewegung! Schneller! Ist doch unglaublich. Nein, 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 nein! Oh, ist das nervig. Willst du mich verarschen? Ja, geht doch. Puh.
glaube, dem geht's nicht mehr so gut. Tief durch. Sie sind weg. Aber nicht lange. Meine Kinder, die werden... Die werden sie... Meine Kinder. Junge, reiß dich zusammen, du bist ein Mann. Unglaublich. Erzählen Sie mir, was die Blattes von Ihnen wollen. In dieser Stadt geht alles drunter und drüber, seit Attaway Transport und die Milner Company bankrott gegangen sind. Und da es keinen richtigen Nachfolger gibt, sind die Gangs auf dem Vormarsch. Gut gemacht, Jacob. Da ich, Ed Bailey, der einzige Omnibus-Hersteller der Stadt bin, verlangen Sie, dass ich nur für Sie arbeite. Ich kenne gute Männer, die eine vereinigte Transportgesellschaft gründen wollen. Wie sagt man noch in Amerika? Vom Volk für das Volk? Das ist unser Ziel für die London General Omnibus Company. Aber diese Gangster haben den Vertrag für Attaway Transport ergattert. Den brauchen wir für die Gründung unserer Gesellschaft. Mr. Bailey, ich bin Miss Fry. Betrachten Sie mich als Ihre Verbündete. So, jetzt wieder die Hände frei und den Mund leer, dafür Bauch voll. Läuft bei mir, würde ich sagen. Ja, wenn's. Das, da hast du recht. Das stimmt wohl. Weiter. Ja. Ich, Gut so. Na gut. Den Vertrag aufspielen. Hoch. Der war gut. Oh, Mist. Oh, Mist. Kommt man von oben irgendwie rein? Das wäre ganz nett. Eigentlich. Wenn ich nicht nach unten müsste. Hier nichts zu suchen. Reiß dir die Zunge. Schön ruhig sein, ganz ruhig. Das Ziel, die Fabrik nicht verlassen lassen. Ja, noch ist er ja da. Okay, der ist auf jeden Fall drinnen noch. Ah, hier kommt man runter. Okay. Ach, halt doch den Mund! Vertrag stehlen. Das Weib da? Oh. Welches Weib denn? So. Ich gehe mal stiften. Da war niemand. Keine Sorge, da war niemand. Das lief ja echt gut. Das will was heißen für mich. Unser Verbündeter ist natürlich stiften gegangen. Der Edward. Wow. Es klingt echt immer ein bisschen bescheuert. Was haben die denn da gemacht? Das sah ja bescheuert aus. Ich denke, die meinen dich. Was? Wen meinen die? Wenn ich darüber komme, wirst du dir wünschen. Was? Wenn's? So. Roths Männer haben verstanden. Ihre Familie ist sicher. Sie sind ein gottverdammter Segen.
die Gründungsmitglieder der London General Omnibus Company. Gute moralische Männer. Allesamt. Unsere Busse rollen im Nu durch die Stadt. Vielen Dank, Miss Fry. Gern geschehen. Ja, war ein bisschen komisch, aber war gut. So im Endeffekt.